Ich tue so, als wäre ich gut gelaunt. Ich bin wieder viel zu müde. Aber es geht gleich in einer Minute mit Thierry durch los. Und wir machen jetzt als allererstes eine Simulation. Und ich habe zwar diesmal, ich bin sehr froh, dass ich meine Probesimulation, die Hausaufgaben erledigt habe. Aber mal schauen, ob das reicht. Weil ich habe nicht bei allen bestanden. Geschälte Zwiebel. Wir brauchen Zwiebelwürfel für die Bolognese. Die Zwiebel halbieren. Und dann gibt es hier die Wurzel. Hier ist die andere Seite, die offene. Und die Wurzel hält das beim Schneiden zusammen. Ganz wichtig, nicht die Finger so nehmen. So. Ansetzen. Das Messer hier so laufen lassen. Und dann geht es natürlich ganz schnell. Da muss man auch nicht hinschauen. Nicht hinschauen ist gut, weil da muss man nicht weinen. Jetzt, um Würfel rauszukriegen, also ich habe das jetzt in Scheiben geschnitten. Einmal so. Und dann das gleiche nochmal. Die Finger so halten, mit den Fingernägeln festhalten, von den Fingern weg. Zack, 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 zack. Und dann sieht man hier ganz geile Würfel. Ich bin der Hammer. Also als erstes das Hackfleisch anbraten, weil eine Bolognese, eine originale Spaghetti Bolognese, 2 Stunden muss die mindestens kochen. 2 Stunden. So würde es die Mama aus Napoli sagen. Also hier, wie man sieht, das ist Möhre und Sellerie. Möhre und Sellerie, Wurzelwerk muss an die Bolognese ran. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier einmal das Hack mit Tomate und so schon fertig habe und brate dieses Wurzelwerk extra an und tue es dann zusammen. Also im Grunde genommen die originale Bolognese aus Napoli. So, jetzt kommt der große Moment. Das Wurzelwerk, die Möhre, Sellerie in brauner Butter angebraten, etwas gedünstet, wird jetzt mit dem Fleisch, mit dem Hack zusammengemischt. Und dann kocht das Ganze 2 Stunden. Unser Thema ist die Autobahn und die Kraftfahrstraße. Erstmal kümmern wir uns um die Autobahn, was es da alles zu beachten gibt und wie man fahren muss, wie man blinken muss, wie man bremsen muss. Und da haben wir uns überlegt, dass ihr dann sozusagen uns sagen müsst, okay, was muss man dort machen, was muss man hier machen, wo muss man den Schulterblick machen und wie die ganzen Sachen, also Schilder, heißen. Hier oben ist ein Ausfahrt. Zählt auch dazu? Ja. Okay. Dann musst du nämlich so entscheiden, okay, wie musst du dich verhalten bei einer Ausfahrt. Das ist die genau, deine Schritte, die du machen musst. Würde ich bei 300 Metern der Autoausfahrt, wenn ich ausfahren will auf der Autobahn, bei 300 Metern würde ich blinken. Ja? Ja? Okay. Richtig. Und die aus rechts müssen wir nach rechts. Also. So. Genau. Und wenn du 4 Spuren hast, wenn du 4 Spuren so, hast, so. So. Pass auf, dann kommt hier zum Beispiel der Rettungswagen. Na. Die müssen jetzt, die Linken müssen noch weiter links. Und die Rechten müssen weiter rechts. Und dann kann der hier so und dann der nahe durchfahren. Genau, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, was sind eigentlich Halteverbote und was sind eigentlich Parkverbote. Dazu haben wir eine kleine Übersicht gemacht, haben hier eine Menge Sachen mitgebracht. Jetzt dreht euch eins um und entscheidet, ob ihr das als ein Halteverbot oder als ein Parkverbot abstempeln wollt. Also das steht auf dem Verkehrsschild drauf, was dann dort steht, wo du halten oder parken willst. Darfst du dann dort halten oder parken? Weißt du, was ich meine? Ja, wenn ich einen Parkschein habe, dann darf ich ja eigentlich parken. Wenn du eine Parkscheibe hast? Parkschein. Einen Parkschein, dann dürfst du parken, genau. Wenn du keinen hast? Dann nicht. Also, okay. Genau. Ach so, habt ihr das gemeint. Genau. Okay. Andreaskreuz, Vorfahrt gewähren, Halt, Vorfahrt gewähren und Ampel. Ist das Halten bis zu 10 Metern davor verboten, wenn die Sicht darauf verdeckt wird? Also, großer, dicker, fetter LKW. Fährt
weil er irgendwo Ampel halten muss, dann ist das warten, dann ist das okay, da muss er keine 10 Meter einhalten. Wenn er aber freiwillig parkt oder hält, mir bleibt mal beim Halten, dann ist es verboten, weil ein anderer würde ja die rote Ampel nicht sehen. Ist das wirklich klar? Mhm. Also wenn er stehen bleiben muss, weil rot ist, dann ist das warten. Sobald ich halte freiwillig, darf ich die Sicht nicht darauf verdecken. Und das ist nochmal Andreaskreuz, Ampel, Vorfahrt gewähren und Stoppschild. Halt Vorfahrt gewähren ist bis zu 10 Metern davor das Halten verboten, wenn die Sicht darauf verdeckt wird. Ich bin mir unsicher. Trau dich. Ich muss mich entscheiden. Ich mach hier hin. Ja, okay. Das sind die 2,5. Ja, die Höhe. Genau. Und dann darf die Ladung oben nicht rüber gucken. Das ist genau die Frage. Ne? Wie hoch muss ein Fahrzeug sein, damit die Ladung nach vorne so und so weit rauskommen soll? Mindestens 2,5. Lena bereitet hier gerade die einzelnen Kärtchen vor. Und das wird so ablaufen, dass wir eine Runde starten und der Startup darf eben das richtige Kärtchen dazulegen. Und dann würde ich sagen, wir fangen gleich an, wenn du fertig bist. 50, 3, 15. Ja. Oh, sorry, tut mir leid, sorry. Ich bin so schon auf. Es geht als erstes um Fahrbahnmarkierungen, also die Linien. Ne? Sieht man ja. Wer will durchstarten, Odin? Was wollen wir denn aufzeichnen? Wir würden nichts aufzeichnen und reinschreiben, was es ist, welche Fahrbahnmarkierung. Das wäre schon mal so. Okay, als nächstes einseitig rechts verengte Fahrbahn. Es ist doch, hier geht eine durch und hier tut eine so genau, ein. Genau, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die aus. Egal. Oder? Ja. Aber halt nur dick. Ja. Ja. Hier, nimm. Danke. Bitteschön. Sehr, sehr gut. Jetzt mal angeschrieben. Ja. Das ist ja auch machbar. Du hast die einmal rausgezogen. Ja! Okay. So, ihr Lieben, seid ihr fertig? Ja. Es freut mich, dass er euch so viel Mühe gegeben hat. Also wenn ich die Plakate so angucke, ist ja wirklich eine Arbeit, die da drin steckt. Aber wie sage ich immer, jetzt zum dritten Mal, da oben gibt es jemand, der hat das jetzt gesehen. Und wir kriegen es hoffentlich mit der Theorieprüfung, Praxisprüfung leicht, ja. Das Essen ist tatsächlich jetzt auch fertig. Nur, bevor wir essen, weil einmal gegessen und eine dicke Kugel dran, habt ihr zu nichts mehr Bock. Deswegen müsst ihr jetzt noch aufräumen. Bitte. Alles an seinen Platz. Die tollen Plakate, die ihr gemacht habt. Ich habe euch das ja gestern immer so geschickt von vorhergehenden Gruppen, ja? Und das will ich ja diesmal auch weitermachen für die nächste, weil es sind ja, ja, geil. Das ist jetzt nur das eine, ja? Legt das bitte hier drauf, dass die Plakate auf dem Tisch liegen, aber Stifte, Schere, alles wieder zurück, dass das so halbwegs, nicht halbwegs, dass es ordentlich aussieht. Und dann essen wir zusammen. Seid ihr einverstanden? Los geht's. Also hier, ja, wir machen ja für unsere Fahrschüler alles. Es gibt tatsächlich welche, die essen kein Fleisch. Und da dachte ich mir ganz kurzerhand, oder die Elke und ich, wir dachten uns, wir machen hier im Spaghetti Carbonara, natürlich auch original Italien, mit Eigelb, Parmesan und es ist ganz wichtig, man macht Basilikum frisch, nicht gefroren oder getrocknet, ne? Dann kommt immer etwas Petersilie, damit die Schüler die Verkehrszeichen ordentlich sehen für die Prüfung. Und jetzt, da es ja bald Winter ist, Parmesan, es schneit. Also ich finde es sensationell. Katzbutter. Ich wollte es einfach mal sagen. Die Dame. Sag mal, was ist mit deinem Schuss? Was denn? Okay, so. Die Carbonara auch. Mhm. Die ist schon geil, ne? Ja, das ist wirklich gut. Ist das ein Fix? Was ist das? Ein Fix. Und so Fix? Eine Mehlmischung? Nein. Das ist dann die ganzen drei Stunden. Deswegen kenne ich das Wort nicht. Ja,
Gott. Jetzt hast du ihn richtig beleidigt. Jetzt ist alles original. Jetzt ist es vorbei. Ist richtig gut. Ja, seht. Na du? Daniel. Gute Richtung. Schmecken. Schmecken. Ihr habt es gesehen, Leute, Marco hat gezaubert. Es hat genauso gut geschmeckt, wie es aussah. Also Respekt. Mein Guter hat ja eine Kochausbildung, von Herrn muss er es ja können. Aber gleich geht's mit Theorie weiter. Ich bin echt außer Atem. Ich bin echt fertig. Also heute Nacht muss ich dringend mehr schlafen. Aber heute sind ja auch keine Fahrstunden. Deswegen werde ich das auch bestimmt hinbekommen. So, Leute. Es wird Zeit für eine Pause. Ich esse jetzt einfach. Oh. Okay. Ich esse jetzt einfach den Rest der Nudeln. Wir haben jetzt die ganze Zeit durchgelernt. Das war so anstrengend. Also wirklich, mein Kopf raucht. Aber diese Mail, die hat zum Beispiel schon mehr als 25 Stunden in der App und ich halt gar nicht. Und deswegen muss ich echt nochmal eine Schippe drauflegen, sodass ich auch auf das Level komme. Aber solange ich bestehe und ich habe von den Prüfungen, die ich heute gemacht habe, alle bestanden. Das ist echt top. Mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen. Leute, ich schaue gerade ganz uneingebildet den Vlog von Tag 4. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut den am besten vor diesem Video hier. Oh mein Gott, ich bin einfach eingepennt beim Theorielernen. Ich habe noch Fragen auf meinem iPad beantwortet. Und dann so um 20.30 Uhr oder so war ich dann halt einfach weg. Das Licht hat noch gebrannt, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Mein iPad lag auf meinem Schoß. Aber heute steht auch gar nicht viel an. Heute konnte ich auch ausschlafen. Es sind keine Theoriestunden, keine Fahrstunden. Deswegen kommt für den heutigen Tag auch kein Video. Also es ist jetzt quasi ein Tag Pause und dann geht es wieder ganz normal quasi für euch mit Montag weiter. Genau, ich mache mir jetzt gleich fertig. Ich gehe jetzt gleich los zu den anderen runter, Theorie lernen. Und ich hoffe, euch hat der heutige Tag gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt einen netten Kommentar. Denkt ihr, ich schaff's, die Prüfung zu bestehen? Bin gespannt auf eure Meinung. Ich denke, ich schaff's. Aber vielleicht denkt ihr, ich schaff's nicht. Man weiß ja nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.